Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue ein neues Haus für die 100 Baby Challenge und dies ist Teil 2. Ja, wie ihr wohl schon wisst, dieses Haus soll später in Del Sol Valley stehen und ich habe jetzt das größte Grundstück in Windenburg genommen, weil es auch in Del Sol Valley so ein großes Grundstück gibt. Und ob das Ganze so bleibt, wie es jetzt ist oder nicht, das wird sich noch zeigen. Ich habe einfach erstmal nur ein Haus hier aus dem Boden gestampft. Und jetzt will ich mich mal um den Grundriss im Erdgeschoss kümmern. So. Ja, da sollte ich jetzt auf jeden Fall erstmal Baulampen reinmachen. Na toll. Was habe ich denn da veranstaltet? So, alles schön rückgängig. Baulampen reinmachen, damit ich was sehen kann. Und dann werde ich versuchen, einen guten, funktionierenden Grundriss zu machen. Und das ist für so eine 100 Baby Challenge gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man so bestimmte Vorstellungen hat, wie ich sie halt habe. Aber erstmal wollen wir was sehen. Beleuchtung. Ja, ich nehme hier einfach die da, verteile die überall, damit ich halt nicht im Schwarzen bauen muss. So. Die fliegen wahrscheinlich später alle raus. Ich werde hier jetzt teilweise auch in den Rohbau schon Möbel reinstellen, einfach für die Größenordnung. Ja, ich habe jetzt diesmal kein so ein Türmchen geplant. Es soll ja mal anders werden als das letzte. Aber trotzdem will ich ja bei dem Babyzimmer irgendwie so gucken können, dass man schöne Screenshots machen kann. Das ist zum Beispiel eine der Spleene, die ich habe für die 100 Baby Challenge, dass man schöne Baby-Screenshots machen kann vom Babyzimmer aus. Und Jenny kriegt ein Privatempfangszimmer, wie gehabt, gleich neben der Tür. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht das Babyzimmer einfach hier so im Anschluss machen soll. Muss ja nicht sehr groß sein. Ich mache das mal hier so, das Babyzimmer. Weil es macht schon Sinn. Obwohl, macht es wirklich immer noch Sinn, dass die Babys im Anschluss an das Empfangszimmer von Jenny sind? Ich glaube nicht, überhaupt nicht, weil Jenny nicht mehr schläft. Ich hatte das mal gemacht, als Jenny noch schlafen musste, dann habe ich die, wenn Babys da war, unten schlafen lassen, damit sie schnell bei den Babys ist, wenn die schreien. Aber jetzt schläft sie ja gar nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache hier jetzt also mal ihr Empfangszimmer. Das muss ja gar nicht allzu groß sein, da muss nur ein Bett reinpassen. Und ich werde diesmal keine Sofas reinstellen, damit nicht ständig die Kleinkinder reingehen und dort essen. Weil ist ja einerseits okay, aber es war auch ein bisschen störend. Gut, da kann ich jetzt ein Bett reinstellen, das vor allem gut aussieht. Es muss nicht so eine tolle Schlafqualität haben, weil dort wird nur Baby gemacht. Wie wär's mit dem? Knuffig und puffelig? Das sieht schick aus, aber nicht wirklich modern. Ist mir ein bisschen zu altmodisch. Und dieses hier, ich glaube, das finde ich nicht schön genug. Also es ist schon schön, aber ein bisschen zu hausbacken. Also wenn ich hier jetzt schon mal was Modernes mache, dann fast eher dieses hier. Das sieht modern aus. Ist natürlich ein echt alter Hut. Dieses hier.
Das ist okay. Ich nehme mal das. So, dann kommen da auch Nachttische hin, dass das wie ein ordentliches Schlafzimmer aussieht. Ich glaube, das war jetzt von Jahreszeiten. Dann gucke ich mal, ob es den hier auch in Weiß gibt. Na komm. Ich meine, immerhin habe ich ja mit dem Jahreszeitenpack kein Haus für Jenny gebaut, weil es da keine neue Welt gab. Und dann wäre das jetzt hier angesagt. Eigentlich ist das Zimmer fast zu groß. Wir haben zwar hier viel Platz, aber je größer man sowas macht, desto weiter sind halt auch die Wege für die Sims. Und hier muss kein Schrank rein und gar nichts. Da muss nur eine Tür rein. Da muss ich mich mal entscheiden, was für Türen nehme ich in diesem Haus. Als Zimmertüren. Irgendwie schlicht und geradlinig. Darf aber teuer sein. Glastür, ich habe den Weitblick. Nee, da kann man wohl durchgucken. Das muss ja nicht sein. Aber ich kann ja auch schlecht so eine Base-Game-Tür nehmen. Da kann man auch durchgucken. Mit Milchglasscheibe. Ah, gibt es vielleicht vom Fitnesspack auch eine Zimmertür? Wie ihr seht, schwöre ich ziemlich auf das Fitnesspack. Also das fand ich eins der elegantesten Packs bisher. Ja, so eine moderne Eleganz, sportlich, das hat mir ganz gut gefallen. So baumäßig gesehen. Dieses Riesenkletterdings muss nicht sein. Ist ganz witzig, aber muss nicht sein. Gibt's auch Zimmertüren in mittlerer Höhe? Nee, das sind wohl alles Außentüren. Ja, ich sollte mich mal entscheiden. Das ist hier zu rustikal. Also alles, was mir sonst gefällt, kommt jetzt nicht in Frage. Das ist ja eigentlich auch mal ganz schön, dass ich mal mit völlig anderen Sachen baue. Will ich im Hausinneren blau verwenden? Das Bett ist ja schon blau. Aber dies hier würde besser passen. So zum Haus. Tja. Ich bin noch nicht so überzeugt. Das ist jetzt eine Haustür, eine charakterlose Haustür. Das ist nur eine Holztür. Tja, ich nehme sie erstmal in Blau. Ich kann mich ja da noch umentscheiden. Das macht dann zwar schon ein bisschen Arbeit, aber jetzt geht es erstmal darum, die Zimmergrößen festzulegen. Und im Prinzip könnte ich jetzt das Babyzimmer direkt daneben machen. So, das Babyzimmer muss zwar nicht neben dem, weder neben dem Erwachsenen-Empfangszimmer und auch nicht neben dem Kleinkinderzimmer sein. Muss ich mal gucken. So, vom Spielfluss her wäre es günstig, wenn ich die Wiegen so hinstelle. Weil dann kann ich da reingucken, während ich das Haus einfach so im normalen Blick habe. Betten. Nee, das gibt's nur bei Kinderbetten. So. Bisher ist das natürlich alles super popelig. Ich könnte es auch größer machen. Aber wofür?
Da ist jetzt wieder die Sache mit den weiten Wegen oder eben den nicht weiten Wegen. Dann würde ich hier ein Kleinkinderzimmer machen. Und es war gar nicht so verkehrt, da 6 Betten drin zu haben. Einmal hatten wir, glaube ich, 6 Kleinkinder. Und 5 Kleinkinder kommt schon mal vor. Also schon, sagen wir, schon öfters mal vor. So, Kleinkinderbetten. Da hatte ich ja jetzt zuletzt diese Autodinger. Am liebsten hätte ich was, was nicht so krass bunt ist. Aber dann wäre ich wieder bei diesen, die ich so lange hatte. Wie sieht's denn hiermit aus? Tja, das ist dann schon auch betonte Schlichtheit. Die hier sind natürlich eigentlich noch popliger, aber ich finde die ganz hübsch. Ja, auch nicht so überzeugend. Dann nehmen wir hier lieber wieder diese Autofahrbetten. Ich stelle die einfach jetzt mal rein und färbe die dann nachher um. So. So. Und in dem Kleinkinderschlafzimmer braucht man ja eigentlich kaum mehr als nur die Betten. So, dann kann ich nämlich wahrscheinlich hier das ganze Haus etwas schmaler ziehen. Aber vielleicht mache ich noch eine Ausbuchtung irgendwie hier für die Küche oder die Treppe oder was auch immer. Also es muss ja kein Kasten sein. Eigentlich sind Kästen ja sowieso hässlich, wenn es so reine Kästen sind. So, dann hat das hier auch eine Tür. Und hier kommt dann der Pottisaal hin. Den finde ich ja auch ganz wichtig. Mit 5 Töpfchen und einer Badewanne. Reicht das eigentlich so? Das muss ich mal gucken. So, ja. Jetzt stelle ich mal die Badewanne rein und dann gucke ich, wie viele Töpfchen reinpassen. So, da wird natürlich wieder diese super Badewanne genommen, die unkaputtbare. Und ich könnte jetzt ja mal andere Töpfchen nehmen. Diese oder diese. Die sind zu albern irgendwie. Also lustig sind sie ja schon. Nee, ich glaube, ich nehme hier lieber gediegene Eleganz. So. Ja, ich glaube, ich kriege da 5 lässig unter. Könnte sogar noch kleiner sein, der Raum. Nee, andersrum, so. Ja. Das ist dann schon ein bisschen beengend. Da stehen ja auch oft Erwachsene mit rum. So, und dann kommt da schon noch ein Töpfchen. Ich meine, wir haben hier schon 5. So, ich glaube, ich stelle trotzdem noch ein Töpfchen hier rein. Denn auch wenn wir meistens keine 6 Kleinkinder haben, aber dann sind doch oft 3, 4 dreckig. Und dann ist man über jedes zusätzliche Töpfchen froh, was man noch da stehen hat. Und hier kommt jetzt eine Mülltonne rein. Und zwar nehme ich da ganz dreist so eine
große Mülltonne, aber ich guck mal, ob ich eine helle finde. Die ist jetzt grau. Ob es die auch in weiß gibt. Und die wäre doch hübsch. Ja. Und gibt es die auch im Bunt? Nee, dann nehme ich einfach diese hier. Solche Mülltonnen muss man nämlich nicht leeren. Und das ist natürlich ein gewaltiger Vorteil. Und jetzt färbe ich die Töpfchen alle unterschiedlich ein. Dann kann ich auch, wenn ich den Kindern gesagt habe, geh mal aufs Töpfchen, kann ich besser erkennen, auf welches Töpfchen ich sie geschickt habe und schicke dann nicht noch ein zweites aufs gleiche Töpfchen. Das hat sich bewährt. Okay, Fenster und sowas kommt alles noch. Und natürlich Wände und Fußböden und so. Jetzt geht es mir vor allem um die Raumaufteilung. Okay, und jetzt beginnt sozusagen das Neuland. Erstmal gucke ich mal, wie es ist, wenn ich hier die Babys fotografiere. Ja, dann sieht man halt dieses hier im Hintergrund, dann sollte ich da ein paar schöne Bilder hinhängen. Und dann geht das schon. Okay. So, schöne große Bilder gibt's in dem neuen Pack. Okay, da kommt dann auch noch ein Bücherregal hin, ein bisschen Dekokram, ein Teddy und sowas. Ja, früher hatte ich ja hier dann also für die größeren, die Kloanlage, hat auch gut funktioniert. Und könnte man so auch wieder machen. Aber ich würde ja auch gerne mal ein bisschen was anderes machen. Und die Frage ist auch, wo mache ich die Treppe hin? Treppe finde ich immer super schwierig vom Gameplay her. Gucken, ja. Okay, das kann man ja dann auch noch beliebig kleiner machen. Ah, das geht nur bis hier. Okay, das würde dafür sprechen, dass ich die Treppe eher hierhin mache. Also die Treppe habe ich gerne hinten gegen eine Wand gelehnt oder hier so am Rand entlang, denn wenn die mittendrin ist, dann stört die total den Spielfluss und man kommt einfach an die Sachen schlecht dran. Und darum mache ich die Treppen gerne irgendwie, ja, an den Rändern. Und da, wo sie war, war sie fürs Gameplay gut, aber die Küche war dann doof. Und wenn ich sie jetzt weiter hier mache, ist das, glaube ich, immer noch gut genug. Ich hatte in dem Penthouse hatte ich die Treppe hier an der Seite, also da war alles eher spiegelverkehrt, also ich hatte es da an der Seite und dann haben die eine Dreiviertelstunde gebraucht, um von hier hoch in ihr Bett zu kommen. Das war auch nicht gut. Darum also lieber zentral die Treppe. Ah, ich wollte gerade schon die kommende Funktion nutzen, dass man die Treppe oben ansetzen kann und dann runter machen. Das geht jetzt aber noch nicht. Darum mache ich das jetzt noch auf die traditionelle Weise. Und nehme ich hier einfach die weiße Treppe. Wahrscheinlich mache ich die auch nicht breit. Aber ich mache sie vielleicht wieder hier hin, damit wir auch in den Keller gehen können. Denn ein Keller für Partys und so wäre ja auch schön. Okay, so weit muss sie gar nicht nach rechts. Dann schiebe ich sie mal hier hin. Ja, mal gucken, was braucht man für eine Treppe für da oben. Die könnte man dann da hoch machen. Wahrscheinlich ist das hier ganz gut. Ja. Dann ziehe ich die vielleicht doch mal breit, weil es ist ein bisschen popelig. So. Ups. Und jetzt mache ich mal einen Keller. Den mache ich erstmal so groß, wie ich jetzt dieses Haus hier habe. So, Kellertool, damit ich auch schon mal die Kellertreppe machen kann. Den kann man dann ja noch beliebig größer machen später.
Aber mir geht's jetzt erstmal um die Kellertreppe. So. Da nehme ich auch so eine Treppe. Guck mal, ob das passt. Oh, habe ich ein Glück gehabt. Hat auf Anhieb geklappt. Das ist jetzt natürlich nichts Mondänes, diese Treppen. So, ich überlege auch, habe ich nicht vielleicht. Die sind hier ja immer so reingeflutscht und waren dann in der Treppe verbuggt. Habe ich dann nicht doch eine andere Treppe genommen? Also hier so eine steinerne, um das zu verhindern? So eine? Ich glaube ja. Dann mache ich das hier jetzt auch gleich. So. Und unten kann man ja so eine offene Treppe haben. So. Tja, und jetzt habe ich wieder die blöde Situation, dass ich mich frage, wo mache ich die Küche sinnvollerweise hin? Erstmal suche ich ein Geländer. Kann ich diese Frage noch ein bisschen umgehen? Hier unten auch. So, da mache ich dann wieder so Partykeller und Wellness hin, denke ich mir. Aber ohne Bowlingbahn. Okay. Die Küche hat ja super gut funktioniert mit dem Kühlschrank hier und dann so eine Nische dort zum Kochen. War eigentlich gar nicht schlecht. Aber es hat sich komisch angefühlt. Ich könnte ja auch versuchen, eine Küche hier hinzumachen und dann das Bad für die größeren hier hin. Das wäre dann auch anders. So. Dann könnte man hier. Na, ich baue erstmal Küche auf und dann ziehe ich hier eventuell noch eine Wand. Und es wäre natürlich auch schön, wenn wir hier so eine Insel hätten. Wäre einfach irgendwie cool. Wobei eine Insel, wo dieser Partytisch, der war ganz schön immer zum Screenshots machen. Oh, aber das sollte das. Der Partytisch für den Geburtstag sollte nicht in der Fotorichtung von der Töpfchenhalle sein. Das könnte ich aber eher so machen vielleicht. Also wenn ich hier einfach so eine Insel mache, dann kommt da der Geburtstagskuchen drauf und dann brauche ich diesen Partytisch nicht, weil Jenny kocht jetzt lieber alles selbst. Das Essen verdirbt ja nicht mehr. Okay, also. Eine moderne Küche muss her. Das hier ist schon ziemlich schick, finde ich. Die Theken von Steinzeit. Das hier ist auch okay und modern. Ne? Und auch dieses Wellness-Ding, aber die Farben. Das würde zum Haus passen, aber. Ah, das habe ich jetzt schon. Ich glaube, das habe ich jetzt eingebaut in dem 100 Babyhaus. Das wäre dann natürlich eine überflüssige Wiederholung. Das mache ich dann lieber nicht. Und die von Selva Dorada sieht nicht modern aus, aber sie ginge, oder? Irgendwie. Bisschen zu hausbacken. Aber die schickste habe ich jetzt halt schon verbraten. Wie ist es mit der hier? Die ist halt sehr schön vielfältig. Die kann ich auch bei Bedarf einfach mal umfärben. Wie ist das hier? Ich meine, außen so mit braun-beige Tönen finde ich ja in Ordnung, aber hier drinnen ist das schick? Nee, irgendwie nicht.
Dann lieber hier sowas Schwarzmäßiges oder so. Ich meine, ich könnte diese hier in Schwarz nehmen oder in Schwarz-Weiß. Tja. Und diese hier. Das zieht sich jetzt natürlich mal wieder Ewigkeiten hin, aber es ist ja eine wichtige Entscheidung letztlich. Gibt's die in Schwarz-Weiß? Nee, mehr so in Braun, Braun-Weiß. Und diese? Da würde wenigstens dieses Holzmuster ähnlich aussehen wie die Wände draußen. Tja, ich mag die ja. Aber ist vielleicht ein bisschen zu hölzern. Und diese Variante. Die hier hatte ich ja schon mal in Blau. Aber die könnte man eigentlich in Schwarz-Weiß nehmen. Die ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich nehme erstmal die in Schwarz-Weiß. Und wenn mir das dann nicht mehr gefällt, dann mache ich wieder was anderes. Und jetzt stelle ich hier erstmal lauter Theken hin. Und da kommen dann natürlich Kühlschränke und sowas hin. Ecktheke. So. Und dann wieder die normalen. Fliese nennt sich das. Okay, warum nicht Fliese? Da wäre jetzt dann das. Ui, die ist abgerundet. Das ist ja schick. Das gefällt mir. Und jetzt kommt hier eine Insel hin. Okay. Nehmen wir erstmal Fliese. Das ist das Falsche. Dieses hier. Und zwar in Schwarz-Weiß. Dieses da. So. Mal gucken. Zwei. Und auf der anderen Seite zwei. Ich meine, häufig wird da auch ein Herd eingebaut. Das sieht aber immer ein bisschen komisch aus, finde ich. Ein Waschbecken kann man da eventuell reinhängen. So, aber in erster Linie soll das eigentlich so Essensablage sein. Kuchen. Aber da würde ich dann auch das Essen für die Kleinkinder immer hinpacken. So. Und man sollte, die Sims sollten einfach an den Kühlschrank drankommen. Dann mache ich den vielleicht mal hier hin. Kann man hier so direkt hingehen. Oder wo wird der Esstisch sein? Der wird dann wohl hier und dann vielleicht werde ich auch die Eingangstür noch verschieben. Ach, der Kühlschrank ist da schon in Ordnung. Wahrscheinlich gibt es hier weniger Gedrängel, weil das hier so ein offenerer Bereich ist. Dann würde ich vielleicht auch nur so eine sehr kurze Wand hier ziehen. Vielleicht auch nicht mal eine. Damit man hier ohne Gedrängel hinkommt, dann kann man da eher den Herd hinstellen. So, die stelle ich mal hier hin. Und da kommt der Kühlschrank hin. Das wird natürlich wieder der unkaputtbare. So, und der Herd wird auch der unkaputtbare. Man gönnt sich ja sonst nix. Okay, und dann gibt's hier eine Dunstabzugshaube. Und es gibt viele Spülmaschinen. Gibt's die in Schwarz? Ja. Gleich hier. Da auch eine. Hier auch eine.
Ist die Frage, ob ich überhaupt hier Barhocker hinmache oder hier, die Spülmaschinen gehen da nicht. Ja, dann halt nicht. So, auf jeden Fall gibt es jetzt reichlich Spülmaschinen, wenn die Sims schnell spülen wollen. Und das gibt's bestimmt auch mit einem weißen Hahn. Nein. Und dieses hier. Zack, so ist gut. Noch ein Eckteil. Gut. Und vielleicht einfach eine Halbwand. So. Ja, die kann ein bisschen höher sein. Was passiert hier jetzt? Warum? Oh, ist nichts passiert. Gut, alles in Ordnung. Es sah so aus, als würde dieses dann verschwinden. Dann hat man hier immer noch gut Platz, um da runter zur Treppe zu gehen und hier. Und da mache ich dann vielleicht auch noch einen Ausgang hin. Das müsste hier auch passen. Den kann ich gleich mal machen. So. Damit man hinten rauskommt. Und hinten mache ich vielleicht auch noch eine Terrasse hin. Ja. Die Küche finde ich im Wesentlichen schon mal ganz gut. Die Oberschränke und sowas hänge ich später hin. Und so an, was ich gerne noch drin habe, ist ein Grill. Den habe ich gerne in der Küche. Mal gucken, ob der. Ah, die Spülmaschine müsste dann auch woanders hin. Hier passt noch eine hin. Das wäre sogar ganz gut, weil die schön easy im Zugriff ist. Das stelle ich jetzt erstmal weg. Und dann gucke ich nach den Grills. Ich hätte gerne hier so einen. Aber der passt da nicht. Den könnte ich höchstens anstelle des runden Dingenskirchens hinsetzen. Ist natürlich schade, weil mir das gefällt. So. Und jetzt mache ich mal Baby Move Objects. Baby Move. Ah, wahrscheinlich muss ich Testing Cheats True machen, weil das eine ganz neue Welt ist. Gut, baby.move objects. Jawohl. Und dann schaue ich mal, inwieweit ich das noch so zusammenkriegen kann. Na, perfekt. Die Farbe von dem Grill passt zwar nicht ganz perfekt, aber ansonsten ist, wie heißt es, wenn es so wabert? Es wabert nicht mal. Dann können Sie hier auch schön grillen. Und dies Ding kommt halt weg. Die Küche ist sowieso groß genug. Okay, das war's dann für diese Folge. Ich selber bin ganz zufrieden. Das ist jetzt zwar nichts spektakulär Schickes, weil keiner der Räume fertig ist, aber das dient ja momentan auch nur der Grundrissfindung. Und die ist mir persönlich super wichtig bei so einem 100-Baby-Haus oder auch sonst bei jedem Haus, in dem ich viel und lange spiele. Ja, und mit dieser Aufteilung bin ich jetzt ganz zufrieden bisher. Ich hoffe, dass ich da noch eine gute Esslösung hinkriege. Und der Rest links wird dann halt Toilettenbereich und Wohn- und Kreativbereich und so. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.